Eine junge Frau hatte kürzlich einen Bandscheibenvorfall und sie hat immer noch Schmerzen und sie möchte jetzt wissen, ob sie sich jetzt doch operieren lassen muss. Ich sage ganz klar, vermutlich nicht. Denn dass diese Schmerzen von dem Bandscheibenvorfall oder von der defekten Bandscheibe selbst ausgelöst wird, ist in über 90% der Fälle nicht der Fall. Man weiß heute, dass sich bei dieser Einschätzung der herkömmlichen Vorgehensweise, nämlich dass ein Bandscheibenvorfall die Schmerzen macht, um einen absoluten Irrtum handelt. Und Sie können das ganz leicht herausfinden, indem Sie beispielsweise zu einem Therapeuten gehen, der in der Liebscher und Pracht, in der LNB-Schmerztherapie ausgebildet ist. Entsprechende Therapeuten finden Sie unter der Website www.liebscher-pracht.com. Wenn Sie dann behandelt wurden und der Schmerz in der ersten Behandlung deutlich reduziert ist, ist das der Beweis dafür, dass eine Operation absolut unnötig ist. Sie bekommen anschließend im Übrigen noch sogenannte Engpassdehnung mit als Hausaufgabe, damit das Behandlungsergebnis gefestigt wird und darüber hinaus Bandscheibenschäden und natürlich auch Schmerzen für immer in der Zukunft verhindert sind. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie den Kanal abonnieren und auch, wenn Sie einen Kommentar schreiben. Eine Mutter macht sich Sorgen um ihre 16-jährige Tochter, die morgens nur schwer in Gang kommt. Sie würde gerne wissen, wie sie den Kreislauf ihrer Tochter in Schwung bringen kann. Tja, was soll ich dazu sagen? Dieser Zustand ist tatsächlich für eben dieses Alter fast normal. Wer geht, wenn er 16 ist, gern aus dem Bett? Also, vergessen Sie bitte nicht, dass außerdem Ihre Tochter vielleicht nicht genügend